Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst Stamm 2, Wochenreflexion vom 11.09. bis 18.09.94. Der Stamm am Dienstag war sehr erkenntnisreich für mich. Ich dachte tagelang darüber nach und bin zu dem Entschluss gekommen, endlich erwachsen zu werden. Aber das wird wohl nicht von heute auf morgen gehen. Trotzdem werde ich mein Bestes geben. Spoiler-Alarm! Hat nicht funktioniert. Bis heute nicht. Ich bin irgendwie, es geht nicht. Ich werde einfach nicht erwachsen. Am Donnerstag und Freitag hatte ich Elterngespräch. An beiden Tagen war ich ewig nervös. Die Nervosität legte sich aber während des Gesprächs. Ich für meinen Teil bin voll zufrieden mit dem Ergebnis. Das Protokoll dazu habe ich dazu geheftet. Ich bin froh, dass ich noch die Möglichkeit für dieses Gespräch bekommen habe. Alles in allem eine wichtige Woche in meiner Therapiezeit. Jo. Es neigt sich langsam dem Ende zu. Das war halt schon krass mit diesem Blaumann, den ich da gehabt habe. Und das ist Elterngespräch, das war auch ziemlich heftig. Das ist leider nicht mehr dabei. Ich kann sie nicht einmal vorlesen. Ich glaube, das habe ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass es ziemlich heftig war und Wachrüttelei. Und seitdem hatte meine Mutter mich nie wieder beim Kosenamen genannt, den sie mich bis dahin immer so genannt hat und erst dann ab da dann nicht mehr. Ab da hat sie mich dann beim echten Vornamen genannt. Krass, oder? Seltsamerweise hat mich das jedes Mal, wenn sie mich beim Namen genannt hat, an die Situation da in der Therapie erinnert. Also ich werde, komischerweise ist das so, weil mich das echt gestört hat, dass sie diesen echten Namen genannt hat plötzlich. Ja, ein paar Sachen sind da bei der Therapie passiert und gewesen, die ich im Nachhinein ein bisschen dramatisch empfinde. Also so, wo ich sagen würde, hey, Leute, da seid ihr ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Und das hat eher geschadet, als wie geholfen. Und manche Dinge habt ihr einfach gar nicht lange erkannt. Und aber ey, das kommen wir erst mal später. Ich glaube, in 2 Wochen oder sowas ist die Zusammenfassung. Bis dahin, vielen Dank an alle, die ausgehalten haben, die von Sendung 1 bis jetzt durchziehen. Ich weiß, manchmal ist es ziemlich öde und so war aber die Therapie auch. Ja, das war auch öde. Aber bis dahin, erstmal. Peace out.